Hi, Friends, einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Video hier. Ich habe etwas gefunden, was... Also, hätte ich nicht meine Palette rausgebracht, so hätte das auch meine sein können. Hallo, Freunde, wie geht es euch? Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen, hattet einen zauberhaften Tag, ihr seid frisch, fromm. Und fröhlich, ich bin es auch. Ich habe heute eine neue Lidschattenpalette von Catrice, die auf der Webseite als Online-Exclusive-Produkt deklariert ist. Ich habe sie aber im Laden gekauft auf einem extra LE-Aufsteller. Und heute geht es um die Catrice Neo Nude Palette. So eine wunderschöne Verpackung, so eine wunderschöne Palette. Und ich habe so viele Ideen, was wir damit machen können. Wenn ihr wissen wollt, wie die Palette ist, wir schminken wieder zwei Looks damit, dann bleibt einfach dran und ich würde vorschlagen, wir legen auch gleich los. Freunde, die Palette hat 14,99 € gekostet, ist vegan und es sind 18 hochpigmentierte Farben mit seidig matten Finishes sowie intensivem metallischem Effekt. Enthält neutrale Nuancen für alltagstaugliche Looks, als auch leuchtende Neontöne für ein ausdrucksstarkes Augen-Make-up. Also, ganz ehrlich, ich finde das wirklich ganz cool gemacht. Und jetzt fällt mir das erst auf in dem Licht. Oh mein Gott, wartet. Schaut mal, wenn ich die Hälfte hier verstecke, haben wir hier so wirklich diese bärige Dreier. Und hier haben wir diese neutrale Maxim Giacomo Nude Dreier. Richtig, richtig cool. Wir haben viele Schimmertöne dabei. Wir haben aber auch gute Matts. Also in der braunen Variante haben wir ein paar mehr Schimmertöne als hier. Hier sind eher die Matts, aber wir werden das Ganze so ein bisschen mischen. Trotzdem möchte ich das Ganze so ein bisschen, ja, also einmal diese Seite und einmal diese Seite. Ich habe halt wirklich schon echt krasse Ideen im Kopf. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze umsetzen lässt. Die Größe der Palette ist 1:1 wie meine, auch von der Dicke ungefähr. Ist halt dieses Standard Catrice Packaging. Ich finde das ganz gut, deswegen habe ich mich auch damals für das hier entschieden, dass das so ein bisschen einheitlich ist. Ich finde, es sollte schon so ein bisschen passen. Und ich bin richtig gespannt. Freunde, falls ihr hier neu seid und mehr von Reviews und neuen Make-up-Produkten sehen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal jetzt einmal hier unten abonniert. Das kostet euch nichts und bedeutet mir die Welt. Und was mir am meisten hilft, ist, wenn ihr das Video mit eurer besten Freundin oder eurem besten Freund teilt, der vielleicht auch Lust auf die Giacomo Army hat. Das wäre für mich das Allerbeste. Freunde, ich sehe ein bisschen speckig aus, glaube ich, ne? Aber irgendwie mag ich diesen Glow. Ich habe gestern ein Video gedreht, was ihr, ich glaube, das seht ihr am Freitag. Da habe ich diese Base gemacht. Also abwarten, es sind wirklich krasse Produkte mit dabei. Ich mag dieses extreme Glow total gerne. Und ich dachte, wir haben hier wieder so diese Aesthetics, ne? So ein bisschen Blush, ein bisschen Schimmer, ein bisschen Holo. Und den Hintergrund und die Palette. Jetzt geht's aber los, Freunde. Wir haben viel zu lange gequatscht. 15 € kostet die Palette. Guter Preis für 18 Farben. Das Problem ist jetzt so ein bisschen, ich sehe schon in den Kommentaren, ob ich jetzt so ein bisschen biased, also voreingenommen bin, weil ich eine Catrice-Palette rausgebracht habe. Ich würde sagen nein, weil ich habe mit der Palette ja nichts zu tun. Und ich sage euch ja einfach nur, ist sie gut oder ist sie nicht gut. Und das Schöne ist, beim Make-up, ihr seht, ob es funktioniert. Das Endergebnis ist ja das, was am Ende zählt. So, ich habe euch ein kleines Stückchen näher rangeholt. Was wir machen, und das mache ich mittlerweile immer einfach, damit es fair ist. Ich habe es damals bei dem Niki Tutorials Video wieder gemerkt. Lidschatten Primer. Und das ist mein Liebster. Das ist der von Be Perfect. Der ist so toll. Der hat so eine gute Deckkraft. Und das reicht auch schon. Ich blende mir Lidschatten Primer am liebsten immer nochmal mit so einem Pinsel aus, weil man damit einfach so ein bisschen präziser ist. Man braucht ja auch nicht so viel wie ich. Ich übertreibe es natürlich immer gerne. Gibt es etwas in meinem Leben, womit ich nicht übertreibe? Ich wünschte, mein Kontostand würde übertreiben mal. Okay, so sieht die Seite. Schaut mal, wie ebenmäßig das Ganze dann gleich ist. Und ihr könnt den wirklich auch auf so eine gesettete Base einfach rübertragen. Also das ist wirklich mein Favorite Lidschatten Primer. Und der ist halt wirklich nicht so teuer wie so ein Paint Pot oder so. Ich liebe diese Base. Schreibt mir jetzt, das finde ich jetzt mal spannend. Ich drehe das Video ja vor, aber es ist immer noch, bevor ihr das Video seht, wie ich zu dieser Base gekommen bin. Wie findet ihr die Base? Ich glaube, ich brauche ein bisschen Lipgloss. Es ist nämlich ein bisschen trocken, wie mein Humor heute. Wir schminken auf der rechten Seite etwas mit diesen neutralen braunen Tönen. Die erinnert mich so ein bisschen an wieder so eine Natasha Denona Palette. Die Schimmertöne von Catrice und Essence sind mittlerweile wirklich Weltklasse. Da braucht man eigentlich nicht viel machen. Am besten funktioniert es immer mit dem Finger. Aber ich weiß nicht, ob es in der Kamera so rüberkommt. Das ist halt sehr hell.
Es gibt Töne, zum Beispiel dieser hier, der ist so ein bisschen, ich vergleiche es jetzt mit meiner Palette, dass ihr das so ein bisschen versteht. Diese Farbe hier ist so ein bisschen wie Günstnaus, also eher so ein Semischimmer. Und dann haben wir hier aber auch so wirklich metallische Töne, ne? Also die wirklich, wirklich foliert sind. Ich nehme jetzt hier einen fluffigen Blendepinsel und gehe als erstes in diese Farbe hier rein. Das ist so ein, was ist das, ein Graubraun? Ich habe gestern ein Video von Alicia Marie gesehen. Da hat sie so ein bisschen erklärt, dass sie oft mitbekommt, dass Leute sagen, eine Lidschattenpalette ist schlecht pigmentiert. Ich mache jetzt auch den Fehler. Ich nehme Blendepinsel und presse mir Pigment drauf. Aber ich habe einen kleinen Blendepinsel, der wirklich fest gebunden ist, sodass ich mir das Pigment aufbauen kann. Wenn ihr mit einem Blendepinsel reingeht und dann gleich so macht, dann habt ihr nur Kickback, nur Fallout und kein Pigment auf dem Auge. Ich gehe hier gleich schon mal so ein bisschen rüber und verblende die Farbe, dass das sich nicht zu sehr in den Lidschattenprimer mit einsetzt, weil dann ist es auch immer so ein bisschen schwierig, die Farbe abzubauen. Ich habe in den letzten Wochen und auch mit der Erstellung meiner eigenen Lidschattenpalette schon einiges gelernt mit, wie gehe ich mit Lidschatten um und wie kann ich das meiste aus Lidschatten natürlich rausholen. Und ich sehe es halt irgendwie als meine Aufgabe, dass ich euch da so ein bisschen mitnehme. Und euch sage, okay, wie könnt ihr das machen? Also presst das Pigment drauf, aber lasst nicht so viel Zeit, sondern blendet die Farbe einfach schon mal so ein bisschen aus, damit sich das nicht so festsetzt. Und wirklich, wenn ihr intensive Looks haben wollt, Lidschattenbase und flach aufs Auge pressen. Sonst kriegt ihr das Pigment einfach nicht rauf. Sehr, sehr schöne Farbe. Schöne Transition Shade. Ich habe mir gedacht, dass sie vielleicht zu dunkel ist, aber sie sieht wirklich gut aus. Sie geht jetzt doch schon so ein bisschen in diese, ja, ganz spannende Richtung. Ich blende die Farbe aus mit dieser Farbe hier aus der pinken Seite und mische die ganz leicht hier mit, dass ich so leicht den Übergang ein bisschen weicher kriege und das Ganze dann noch so ein bisschen aussoffe. Ich hätte mir in dieser Farbkonstellation vielleicht anstelle von diesem Schimmerton, der dem doch schon recht ähnlich kommt, ein helles Braun, so wie, weiß nicht, wie aus der Natasha Denona Camel Palette. Es funktioniert aber, weil ihr müsst ja nicht jetzt wie ich so zwangsneurotisch nur in diesem Bereich bleiben. Und das setze ich mir einfach hier hin und blende das Ganze aus. Das geht übrigens sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell. Ich verdunkle das Ganze mit dem Ton hier. Das ist so ein richtig schönes Schokoladenbraun. Viel müsste ich da eigentlich gar nicht verdunkeln, aber ich möchte, dass es wirklich intensiv ist. Und ich nehme auch hier den Pinsel und stempel das Pigment erstmal hier rein, in wirklich stempelnden Bewegungen, sodass der Pinsel einfach nur das Pigment abdrückt. Und ihr seht sofort den Effekt. Extrem dunkel. Wow, das ist schon fast mehr als so neutral, oder? Jetzt nehme ich den Pinsel von eben und gehe einfach hier wieder rüber und blende mir die Kante aus. Und nach außen hin kann man das Ganze dann so ein bisschen ausmoken. Ich habe nur ein bisschen Fallout in der Palette. Nicht so schlimm, aber unterm Auge halt einfach gar nicht. Wow, okay, I stand. Ich nehme jetzt nochmal einen sauberen Pinsel und gehe hier einfach nochmal rüber, dass ich das hier so ein bisschen weicher kriege. Ich habe nämlich einfach zu viel dunkle Farbe genommen, wobei es ist ja doch schon intensiver Look, ne? Gibt es zu viel Farbe auf den Augen, Freunde? Ich finde, im Moment ist so die perfekte Jahreszeit. Es ist total ekliges Wetter draußen, sich einfach hinzusetzen und zu schminken. Irgendwie im Sommer fand ich, war es immer so, ach Mensch, ja, habe ich keine Lust, ich gehe lieber an den See. Jetzt schau mal nach draußen, bleibe ich lieber hier. Als nächstes gehen wir so ein bisschen auf die andere Seite. Wir machen das jetzt mal Step by Step. Ich nehme den Pinsel hier von Morphe, das ist die 230, und gehe, oh, komm, wir sind mal mutig, hier in dieses intensive Lila. Wow. Und auch das stempel ich mir als erstes aufs Auge. Krass. Okay, das sieht tatsächlich in der Kamera eher so aus wie dieser Ton hier. Es ist aber dieser hier. Wow. Wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen verwirrend wahrscheinlich für euch. Ich habe ja gestern in dem Video diese neuen Essence Mini-Paletten mit euch getestet. Und viele hatten gesagt, dass sie schade finden, dass sie nicht vegan ist. Finde ich tatsächlich auch, weil euer Argument fand ich ganz gut. Es geht ja auch vegan. Sieht man jetzt im Beispiel hier. Manchmal, es ist halt nur manchmal ein bisschen zeitaufwendiger, eine vegane Version zu entwickeln, weil ihr müsst wissen, kleine Insights. Ich nehme jetzt übrigens hier noch dieses Pink und blende das aus. Kleine Insights. Die Labore sind leider meistens immer noch darauf ausgelegt, Produkte
nicht vegan anzubieten. Also das heißt, sie haben ja so ein Pool an Produkten, die sie machen können und haben dann von vielen einfach Muster einfach schon mal da. Man kann natürlich immer sagen, hey, hier möchte ich ein bisschen mehr Blau rein, hier möchte ich ein bisschen mehr Braun rein. Ne? Also ihr könnt euch das wahrscheinlich vorstellen. Übrigens, krasse Farbe. Allerdings ist es so, dass die meisten Firmen, nicht nur unbedingt in Deutschland, also wir in Deutschland sind ja nochmal ein Stückchen anders gepolt als beispielsweise die Ukraine oder Polen oder Spanien, wo halt theoretisch nicht so viel Wert unbedingt bei Make-up auf veganes Make-up gelegt wird. Und dadurch ist die Menge, die sie an Lidschatten haben, überwiegend nicht vegan. Du kannst dann sagen, hey, ich möchte diese Farbe, aber in vegan. Das ist aber nur viel, viel teurer, weil die Menge, die du dann produzierst, das übersteigt das einfach. Und es ist viel, viel aufwendiger, eine Farbe, die vegan, nicht vegan, mega gut ist, vegan zu kriegen. Wow. Ich weiß, wovon wir reden. Also ich glaube, ihr könnt sehen, wie krass diese Farben gewesen sind. Das waren jetzt wirklich nur diese zwei Farben. Das Orange benutzen wir auch gleich hier als Inner Corner. Habe ich schon eine richtig gute Idee. Aber das war fantastisch. Ich möchte das Ganze noch so ein bisschen verdunkeln und gehe jetzt hier in diesen Ton rein und setze mir den hier außen hin. Einfach, dass ich hier so ein bisschen mehr Dimension habe. Ihr könnt mir gerne einmal in die Kommentare schreiben, wie ihr solche Paletten findet. Also klar, wir haben ja nicht alle nur eine Palette. Ich finde das aber ganz cool. Das ist nicht so diese standardklassische Palette. Ne? Also als ich so Neo Nude gehört habe, dachte ich mir so, ach Mensch, ja, eine Nude Palette. Ich finde tatsächlich, dass sie gar nicht Nude ist. Ne? Also wir haben ja wirklich diese krassen Popfarben. Und auch die Töne hier, die sind zwar so Standard, aber diese Bärentöne sind so ein bisschen was anderes. Also ich fand, Bärentöne waren dieses Jahr eh krass. Okay, richtig, richtig schön. Ich ziehe mir mal eine Cut Crease und ich wurde neulich gefragt, Maxim, wie ziehst du eine Cut Crease? Weil ich schneide das meistens raus. Ich möchte das heute mal mit euch live machen, weil manche sind neu, manche kennen sich vielleicht noch nicht so aus. Und jetzt möchte ich mir einfach mal die Zeit nehmen, mit euch eine Cut Crease zu ziehen. Ich nehme einen Concealer einfach, nehme so ein bisschen auf meinen Handrücken. Jetzt, pass auf, es muss ein flacher, synthetischer Pinsel sein und den drücke ich richtig, richtig flach. Was man machen kann, ist diese Brushes gibt es halt überall. Man kann ihn sich so ein bisschen rund schneiden, dann habt ihr eine bessere Cut Crease. Meine Cut Crease muss ich aber so ein bisschen woanders hinsetzen. Und ich nehme dann einfach hier den Concealer auf die Spitze, setze mir einfach nur hier so ein bisschen was hin, gucke nach oben und dann seht ihr schon ungefähr, wo eure natürliche Crease ist. Mir reicht das nicht, ich habe ein Schlupflid, weshalb ich auch hier einfach maßlos übertreibe. Und ich glaube, ihr seht den Unterschied. Ne? Da ist die Crease, wo sie eigentlich sein sollte. Und ich gehe einfach total viel weiter drüber, sodass sich das Auge noch so ein bisschen öffnet. Und dann male ich einfach hier so ein bisschen aus, aber bleibe immer weiter vorne. Und je weniger Produkt ich dann am Pinsel habe, desto weiter blende ich das dann aus. Ihr könnt natürlich auch einen weißen Concealer benutzen. Dann ist dieser Effekt noch krasser. Ich finde aber, bei so Nude-Tönen kann der Concealer ruhig ein bisschen dunkler sein. Ihr könnt die Foundation nehmen. Concealer ist halt ein bisschen deckender und ihr kriegt halt eine viel, viel präzisere Kante mit hin. Je dickflüssiger der Concealer, desto besser. Wir machen das Ganze nochmal. Produkt auf den Pinsel. Hier hin. Nach oben gucken. Dann seht ihr, wo die Crease sein soll. Und dann könnt ihr einfach... Und ihr seht, das geht super schnell. Also habt da wirklich keine Angst vor Cut Creases. Ihr könnt auch einfach euren Pinsel nass machen, in den Schimmerton gehen und damit recht viel Druck auf euer Auge gehen und die Cut Crease nachziehen. Es ist dann halt immer nicht ganz so sauber und präzise wie mit Concealer. Ne? Was ich im Moment ganz gerne mache, ihr seht schon, ich gehe ein bisschen weiter raus mit meiner Cut Crease als mein eigentliches Inner Corner. Das verlängert das Auge so ein bisschen noch. Und es sieht dann so ein bisschen passender aus, weil der Lidschatten dann mit eurer Nase so ein bisschen sich verbindet. Und das ist, weiß nicht, ich liebe das im Moment. Nehmt euch einfach so einen normalen Pinsel und blendet den Concealer einfach erstmal nach hinten. So habt ihr den Übergang schon sehr, sehr weich. Und das sieht nicht so hart aus. Ich sehe ganz oft bei Cut Creases, dass das dann einfach so zack, wie so eine gerade Linie ist. Und das sieht dann nicht natürlich aus. Ich finde, wir sollten, ne, ich gebe euch nur die Tipps, ich will niemanden bevormunden. Wir sollten das Ganze so ein bisschen weicher alles machen. Ich bin froh, dass wir jetzt so ein bisschen in den Trends langsam wieder zu diesem natürlichen Make-up zurückkommen, diesem glowy Skin, nicht diesem total abgematteten. Ich nehme den Pinsel, nehme den Rest hier auf meiner Hand und
gehe hier einfach rüber und blende das hier so ein bisschen raus. Und dann könnt ihr mit der Farbe, die ihr als letztes auf eurem Pinsel gehabt habt, einfach hier schon mal so ein bisschen stempeln. Ganz leicht, sodass wir wirklich hier wie so einen Ombre-Effekt haben. Das können wir dann im Anschluss aber immer noch machen. Jetzt kommt der schönste Teil bei der Cut Crease. Wir nehmen uns einen ganz, ganz flachen, gepressten Pinsel. Ihr könnt ihn nass machen, müsst ihr nicht. Und ich fange meistens mit der hellsten Farbe an. Das ist jetzt in dem Fall diese hier. Und die setze ich mir direkt hier nach vorne. Oh, wow. Und dadurch, dass der Pinsel so präzise ist, könnt ihr auch direkt hier lang arbeiten. Dann nehme ich die dunklere Farbe. Das ist jetzt in dem Fall diese hier. Und gehe immer weiter nach dunkel. Weswegen ich ja immer sage, ich finde es total schön, wenn in den Lidschattenpaletten viele Schimmertöne sind, die so eine Abstufung haben, damit wir genau das machen können. Von hell zu mittel, können auch ein bisschen mehr mittleres nehmen und dann zu dunkel. Und mit dem dunklen Ton gehen wir hier nach außen und ziehen den so ins Matte rein. Wow, ich mache den Pinsel einmal sauber und jetzt machen wir das ganze Spektakel nochmal mit der bärigen Seite. Wobei, ha! Eigentlich könnten wir die Cut Crease. Komm, wir machen mal was Verrücktes. Ich nehme jetzt den Pinsel und gehe in eine matte Farbe. Das ist dieser Knochenton hier. Und den platziere ich mir auch direkt hier hin. Und dadurch habt ihr halt dieses krasse Cut Crease-Effekt. Ich nehme mal meinen Finger, geht schneller. Und stempel mir die Farbe erstmal so ein bisschen rauf. Jetzt ist der Cut Crease-Effekt natürlich noch viel, viel krasser. Wow. Ich finde, wir sollten eh mehr so ein bisschen zu diesen Tutorials zurückkommen. Wobei, ihr seid alle eh so Profis mittlerweile. Das ist krass. Ich nehme nochmal den hellen Schimmerton hier von vorhin und setze mir den einfach nur so ganz leicht rüber für so einen leichten Schimmereffekt. Dann sieht das Ganze noch so ein bisschen krasser aus. Den Übergang gehe ich einfach wieder in das dunkle Lila und blende das so rein und zack, fantastisch. So, ich habe einmal den unteren Wimpernkranz einmal raufgesetzt und jetzt bin ich wirklich gespannt auf dieses Neon-Orange. Ich gehe hier einfach rein, Pinsel sieht gut voll aus und das setzen wir uns einfach hier. Ein bisschen rein. Wow. Machen wir auf der anderen Seite auch. Und da ziehe ich es aber hier noch so ein bisschen nach unten. Es gab übrigens in der LE auch noch zwei Magnet-Lashes. Die habe ich euch schon mal in meinem Catrice-Video gezeigt. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr hier oben einmal vorbeischauen oder ich setze euch das einmal unten in die Infobox. Da habe ich die tatsächlich schon gezeigt. Das ist einfach wie so ein Eyeliner. Zwei, drei Schichten rauf und dann halten die Lashes einfach. Die sind eher so für außen, finde ich. Die sind nicht so ganz so lang, aber dafür halten sie ganz gut. Die Lashes sind einmal drauf, Freunde. Welche Seite gefällt euch besser? Ehrlich gesagt, ich kann mich nicht entscheiden. Ich finde beide Seiten richtig, richtig krass. Das ist halt wirklich so für abends. Ich möchte auffallen, aber trotzdem verführerisch und sexy. Und diese Seite ist hier so, guten Tag, hallo, mein Name ist Maxim Giacomo und ich möchte, dass Sie mich sehen. Ich finde beide richtig gut. Man kann wahrscheinlich noch 1000 andere Looks mit damit machen. Schöne Palette. 14,99, guter Preis, fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Hartes Papier, harte Pappe, schönes Design, schöne Farben. Ich glaube, damit kommen ganz, ganz viele klar. Ich bin gespannt, was ihr zu den beiden Looks sagt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welcher euer liebster Look von beiden ist. Ich setze euch die Palette einmal unten in die Infobox. Ansonsten schaut mal, vielleicht gibt es sie noch bei DM, habe ich sie gesehen, oder bei Catrice im Online-Shop. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Teilt das Video gerne mit eurer besten Freundin. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ich würde sagen, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.